Es sind Hunderte und sie versuchen derzeit, die US-amerikanische Grenze zu erreichen. Die meisten der Migranten stammen aus Honduras, aber auch Menschen aus anderen zentralamerikanischen Staaten haben sich der sogenannten Karawane angeschlossen. Das ist sie nach Darstellung des US-Präsidenten Donald Trump, der am Wochenende die Asylregeln verschärfte, ohne das Schicksal der Migranten zu berücksichtigen. Wir suchen in den USA nach einer besseren Zukunft für unsere Kinder. In Honduras wird sich nichts ändern. Wir leben dort von der Hand in den Mund. Die Menschen flüchten vor Armut, Bandenkriminalität und politischen Krisen. Seit Wochen sind sie bereits unterwegs. Sie bewegen sich zu Fuß mit Bussen und Lkw vorwärts. Was aus ihnen wird, ist unklar. Die US-Behörden wollen sie nicht einreisen lassen. Sollten sie in Nordmexiko stranden, fallen sie möglicherweise Menschenschleppern in die Hände.